Hallo liebe Leute, ja, Anlass für diese kleine Ansprache seht ihr ja schon oben im Titel des Videos. Und zwar ist unser Kanal genau heute auf den Tag ein Jahr alt geworden. Und das Lustige ist, dass wir heute Ostern haben und genau das der Tag ist, an dem unser Kanal das erste Mal den Blick der YouTube-Welt hatte. Am Anfang war das alles noch ein bisschen holprig und wir wussten eigentlich nicht genau, wohin mit dem Kanal und wie sollten wir es machen. Und ich hatte ja mit der Idee rum, weil es ja auch gerade im Trend war und nun mal, das ist ja immer noch so, Let's Plays zu machen. Und da haben wir erst alle gedacht, die früher noch bei Freaky Esports auch dabei waren. Ja, warum das denn? Wir sind ja eigentlich als Grundkern im Clan. Warum jetzt Let's Plays? Und ich hatte gesagt, einfach für uns zum Spaß. Einfach für uns, weil das auch immer wieder ein Grund ist, sich zusammenzufinden und zu spielen. Und genau das haben wir zu Anlass genommen und haben angefangen, die ersten Let's Plays zu machen. Aber besser gesagt, ich hatte einfach mal, weil die anderen gesagt haben, ja, mach du mal, guck du mal, ob das funktioniert. Und ich fing mit Deja Voodoo an, ein Mod für Half-Life 2. Und ich weiß noch ganz genau, boah, ich war so unsicher beim Reden. Ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr sitzt vorm Rechner und müsst mit euch selbst reden. Dann denkst du erstmal, was machst du denn da bitte? Und ich meine, es wurde bis heute nicht viel geklickt und es liegt jetzt noch in den Archiven unseres Kanals rum und wird auch nicht gelöscht. Und nachdem ich das gemacht habe, die ersten da so drauf geguckt haben und gesagt, puh, ja, das ist ja schon, naja, wir wissen ja nicht, ne? Ich so, ja komm, lass doch mal was zusammen machen, das hat einen ganz anderen Flair. So hatten wir uns dann zusammengerafft und hatten Anno 2070 angefangen und noch mit ein paar Leuten, die heute nicht mehr da sind bei Freaky Esports, weil wir da waren noch klar, da haben ein paar sind wir abgesprungen und sind heute nur zwischendurch da, haben wir Battlefield aufgenommen. Und wir hatten noch keine Zuschauerschaft oder so, das war uns auch egal, wir haben das einfach nur zum Spaß gemacht und gesagt, gucken wir mal, wo sich das Ganze hinorientiert. Dann kam natürlich die Phase, dass wir wieder etwas aktiver wurden. Wir hatten FIFA 13 plötzlich und haben uns dann darauf konzentriert, ja, lass doch mal ein FIFA-Spiel machen. Erstmal, wir hochgeladen haben, das war das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach. Und da hatte ich nämlich zwei Personen, die gesagt haben, ja komm, da haben wir doch weiter Bock drauf. Da möchten wir, warum eigentlich nicht? Und das war der Cruz, also der Sascha, und der Itachi, der Matze. Und ja, so fing es dann an, dass wir angefangen haben, FIFA aufzunehmen. Und ab dann haben wir uns da immer wieder hingesetzt und gesagt, komm, wir machen was Neues, wir probieren was Neues aus. Und plötzlich hatten wir so die ersten zwei, drei Leute, die unseren Kanal abonniert haben. Wir haben erstmal gedacht, so, wow, zwei, drei Leute, die sich echt für den Bullshit interessieren, den wir machen. Und wir haben Kommentare drunter geschrieben bekommen, vom Weg nach Weise, so, oh ja, da kannst du noch was rausziehen, achte da und da mal drauf. Und wir haben gesagt, wir nehmen uns das zu Herzen und machen das auch. Und man muss ja sagen, wir hatten wir auch unsere Ausfälle. Ich meine, das Real Life geht immer vor und somit hatten wir auch unsere Pause. Wir hatten auch gesagt, wir starten Richtung 2013 ganz anders durch. Dann kam da wieder zwischen, das gehört nun mal dazu. Wir machen das ja auch nebenher eigentlich. Aber das mit viel Liebe und mit Leib und Seele. Und nach einem Jahr sagen zu können, dass als Resümee etwas über 40 Abonnenten zu haben, was natürlich immer wieder schwankt, ist eigentlich ein schönes Resümee, dass es wirklich da draußen Leute gibt, die sich für den Kram, in Anführungsstrichen, den Quatsch, den Spaß interessiert, den wir auch beim Spielen haben, diesen teilt. Großer Boom natürlich auch da ein Dank an den Matze, den er mit seinem Mass Effect 3 DLC Citadel jetzt für dieses Jahr rausgehauen hat, mit dem ersten Video, was bei uns über 1000 Views hat. Aber auch so Kleinigkeiten, wo wir eigentlich gedacht haben, das probieren wir einfach mal aus und dann ist es wieder in der Versenkung verschwunden, weil das einfach nichts gebracht hat. Aber dafür ist es eben da, wir probieren aus und schauen, interessiert es einen oder haben wir da einen Dauerdrang zu? Und wenn man uns das nicht übel nimmt, wenn etwas kommt und wieder weggeht, dann sind wir dafür dankbar und wir sind auch dankbar für jeden einzelnen Abonnenten und seien es noch so wenige, für uns ist jeder neue Abonnenten Erfolg. Weil da freuen wir uns, dass wir trotzdem, so klein die Mannschaft auch ist, Leute haben, die Spaß dran haben. Und gerade nach diesem Jahr, möchte ich gerne sagen, die dann auch aktiv mitgemacht haben, gerade die zwei, die aktiv mitgemacht haben, Dankeschön an den Sascha, wie auch an den Matze. Auch, dass die gesagt haben, nach meinen Anfängen, boah, du bist so bescheuert, aber wir machen trotzdem mit. Und dass die mich auch manchmal aushalten, einfach wie ich bin. Und dass sie gesagt haben, ja, wir ziehen unsere eigenen Projekte durch, ja, wir mischen das, wir gucken, wie wir es hinkriegen. Und dass die auch so
ja, sich die Zeit nehmen, sich mit mir auseinanderzusetzen und sich auch mit dem Projekt Freaky Esports auseinanderzusetzen. Wenn ich daran denke, wie schon gesagt, 2013 ist holprig gestartet und dann kam plötzlich dann doch, dass wir uns gerafft haben und gesagt haben, so, jetzt ziehen wir wieder durch, jetzt haben wir wieder Zeit, jetzt haben wir wieder die Muße dazu, auch einfach Projekte in die Hand zu nehmen und wirklich mal durchzuziehen. Wie wir es auch gerade tun. Ich meine, ihr seht, wir loaden oder ich lode Brutal Legend ab. Das ist jetzt nicht groß gesehen, aber ich werde es trotzdem tun, weil es mir Spaß macht und ich denke, dafür macht man Let's Play-Kanal, Spiele zu spielen, die einem selbst Spaß machen. Und so ist plötzlich auch ein Jahr rum und man kann sagen, hey, wir haben ein Jahr auf YouTube überlebt und wir haben Leute gefunden, die Spaß an dem gefunden haben, wo wir Spaß dran gefunden haben, und zwar unsere Videos. Und damit die Videos auch teilweise so werden, wie sie heute sind, möchte ich auch Danke sagen an die Leute, die wir teilweise nur als Gast haben. Und zwar zum Beispiel der Stefan von ehemalig KFC, der auch mit mir ein FIFA-Spiel gemacht hat, der auch demnächst wieder dabei ist. Oder jetzt vor kurzem der Paddy XXL, der gesagt hat, ja komm, ich habe auch Bock. Ich mache League of Legends mit, da habe ich ein bisschen mehr Wissen als ihr, was ja auch vollkommen legitim ist. Wir können hier Spiel auswendig. Aber da stelle ich euch mich auch gerne zur Verfügung und mache das mit euch. Und es sind auch verschiedene Leute, gerade aus der Anfangszeit, möchte ich hier gerne Semmelbrot erwähnen, der auch immer wieder zwischendurch bei uns reinschneit. Oder auch Freestyle Freak, der zwar jetzt nicht mehr dabei ist, der sich wieder für einen anderen Weg und für einen anderen Clan entschieden hat, weil wir uns dann doch weniger aufs Clan-Spielen spezialisiert haben, als auf dann halt weniger auf Clan, sondern mehr auf Let's Playing konzentriert haben. So ist der Satz korrekt. Und zwei, die auch immer wieder öfters dabei sind, die auch ein fester Teil von Freaky Esports nicht so trotz sind, auch wenn sie etwas mehr im Hintergrund wirken, aber immer wieder zwischendurch auch eben dabei sind. Das ist der Dangroove, oder wie ihr ihn auch kennt als Lennart, der bei den Guild Wars Folgen, wie auch bei den Battlefield Folgen oder jetzt auch beim Need for Speed dabei war. Und unser kleiner, großer Battlefield 3 sucht die, der Master GDI, der Steven. Und nach einem Jahr möchte ich mich bei den Leuten bedanken und hoffe, dass wir ein weiteres Jahr schaffen und wir weiterhin so viel Spaß gemeinsam haben, auch wenn wir uns alle manchmal zwischendurch sehr anstrengend finden und weiterhin schöne Projekte zusammen haben, uns vielleicht irgendwo hin entwickeln, wo wir noch gar nicht wissen, wo es hingeht. Dass uns vielleicht irgendwann ein bisschen weiter ausbauen, aber auch dies auf Spaßbasis. Das heißt, vielleicht haben wir irgendwann eine fertige Website, die funktioniert, vielleicht haben wir irgendwann Twitter, vielleicht haben wir irgendwann Facebook, dass ihr uns verfolgen könnt ein bisschen, wie die Produktionen funktionieren, wie auch die Upload-Pläne funktionieren. Aber immer in dem Wissen, dass ihr bitte nicht vergesst, dass wir es wirklich aus Spaß und der Freude machen. Wir hatten auch eine Phase, da haben wir gesagt, wir machen den YouTube-Partner. Da haben wir dann auch ein paar auf den Sack bekommen von YouTube, wo wir gesagt haben, erstens nützt uns das momentan nichts, zweitens haben wir auch zu wenig Zuschauer gehabt und drittens, wir haben keinen Bock, euch auch Werbung davor zu knallen. Vielleicht wird es irgendwann sein, dann werden wir euch aber erklären, warum. Weil im Endeffekt, wenn ihr ein YouTube-Partner wird, heißt es nicht, wir wollen YouTube-Money, wie ihr so schön das nennt, produzieren, sondern das, was wir damit verdienen würden, würden wir natürlich wieder für euch investieren. Und das heißt also, wenn wir zum Beispiel hingehen und sagen, wir haben das und das damit verdient, und wir holen dafür jetzt ein kleines Modul, dass wir euch auch nicht nur PC-Spiele, sondern vielleicht auch Xbox, Wii und PS3, PS4 oder was immer kommen mag, aufnehmen können, dann ist es auch wieder für euch. Das heißt, wir würden das nicht eigennützig nutzen. So, lustiger Satz, komische Wortwahl. Aber was ich eigentlich sagen will, danke und meinen herzlichen Glückwunsch an alle anderen für diesen Kanal und einen herzlichen Glückwunsch an Komplett Freaky Esports von meiner Seite aus. Auch für die Initiative, dass ihr mich aushalten gesagt habt, wir machen Freaky Esports mit. Und ich denke, das nach einem Jahr zu sagen, da kann man sich schon was drauf einbilden. Und in diesem Sinne, dieses Ostern, dieses Jahres ist unser Geburtstag. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Firefox.